Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zum Pressegespräch anlässlich des Rewe Final Four am Wochenende in der Barclaycard Arena in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie alle da sind hier auf dem Podium. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich begrüße von der Rewe Nord Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, von der DKB Handball Bundesliga Uwe Schwenker, Präsident, und von den vier Halbfinalisten, ich gehe mal so rum, Björn Seib, Geschäftsführer der HSG Wetzlar, Kai Wandschneider, Trainer der HSG Wetzlar, Sven-Sören Christoffersen und Benjamin Chator, Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf, Gedeon Guardiola von den Rhein-Neckar-Löwen und Oliver Rogge, sportlicher Leiter, Bennett Wiegert, Trainer des SC Magdeburg und Marc-Henrik Schmidt, Geschäftsführer des SC Magdeburg. Wir sind hier, wie ich finde, in einem besonders schönen Rewe-Markt. Für alle, die die Hintergrundgeschichte wissen wollen, es ist eine alte Schiffsschraubenfabrik. Wenn Sie hier nachher die Treppe runtergehen, können Sie sich auch noch eine alte Gussform anschauen von einer Schiffsschraube. Ich denke, es lohnt sich, dass man sich mal umschaut. Und vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, Herr Vogel. Da möchte ich auch direkt einsteigen. Wie groß ist, genau, Mikrofon liegt auf Ihrem Tisch. An. Wie groß ist denn die Bedeutung des Rewe Final Fours für die Rewe Nord? Ja, also moin moin zusammen. Für uns im Jahreskalender in der Rewe Nord eine sehr, sehr große Bedeutung. Das Rewe Final Four findet in Hamburg statt. Hamburg ist das Herz unserer Region hier im Norden. Es findet in der Barclaycard Arena statt und da haben wir auch schon langjährig eine Kooperation. Und einfach das Zusammenspiel Rewe Final Four Handball, wer wirklich mal vor Ort war und da die Energie aufsaugt, die an dem Wochenende in der Halle stattfindet, finde ich einfach nur beeindruckend und für uns ist das eine ganz wichtige Veranstaltung. Wie wird denn Rewe am Wochenende in der Barclaycard vertreten sein? Was sind die Aktivierungsmaßnahmen, die Sie planen? Wir haben ein paar kleine sportliche Aktivitäten mit eingebaut, wie zum Beispiel eine Handball-Speedwall. Das heißt, wenn man den Handball über 50 km/h schmeißt, dann kann man auch was gewinnen. Wir haben unser Shopper-Hopper-Game. Man muss Einkaufswagen mit Bällen treffen und kann da Punkte sammeln. Wir haben eine Fotobox aufgestellt, also viele unterschiedliche Aktivitäten. Ja, da freuen wir uns drauf. Und Rewe und die DKB Handball-Bundesliga, das ist ja inzwischen ein eingespieltes Team. Was macht denn für Sie die Faszination dieses Events und des Handballs aus? Das Event, dass wir das zusammen so großartig darstellen, wie man es auch wirklich in der Halle dann auch wirklich live miterlebt. Und Handball, ein ganz besonderer Sport, schnell, dynamisch. Der ganze Einsatz, den man da spürt und dass der Zuschauer natürlich ganz, ganz nah am Spielfeld mit dabei ist und alles wirklich hautnah mitbekommt. Der Funke ist also bei Ihnen übergesprungen. Dann komme ich zu Herrn Schwenker direkt daneben. Rewe und die DKB Handball Bundesliga, was ist das Besondere an dieser Kooperation? Ja, ich sag mal, diese Kooperation gibt es ja seit 2015 und ist 2017 dann nochmal verlängert worden bis 2020 zunächst erstmal. Ich hoffe, darüber hinaus werden wir dann auch nochmal die Freude haben, gemeinsam hier das Namenspatronat für das Rewe Final Four dann zu behalten. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch mit den einzelnen Clubs schon Beziehungen. Ich weiß, die Rhein-Neckar-Löwen und ich glaube auch der SCM arbeiten auf der regionalen Basis auch mit Rewe zusammen. Also ich denke, das ist eine Partnerschaft, die vielleicht erst am Beginn steht. Herr Vogel hat es eben auch sehr positiv begleitet und wir haben in den letzten Jahren eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Rewe und offensichtlich auch mit Rewe mit uns, weil sonst wäre es nicht zu dieser Verlängerung gekommen. Und ich denke, man muss immer zusammenarbeiten an dieser Partnerschaft. Das ist in allen Ebenen, auf allen Beziehungen so und im Moment läuft es ganz gut und es kann aus unserer Sicht gerne so weitergehen. Das diesjährige Rewe Final Four wird zum ersten Mal von den Medienpartnern ARD und Sky live im Free TV übertragen. Was erwarten Sie sich von Reichweite und Einschaltquoten? Ja gut, natürlich erwarten wir uns eine etwas höhere Reichweite als bislang. Insofern erfreulich, dass alle Spiele im Free TV, wie eben schon erwähnt, das Halbfinale, das erste Halbfinale der Rhein-Neckar-Löwen gegen den SCM wird in ARD und zeitgleich natürlich dann auch bei Sky, im Sky Sport News HD gezeigt und dann die zweite Begegnung allerdings dann nur bei Sky und das Finale wiederum in der ARD. Ja, wir erhoffen uns natürlich schon eine entsprechende Reichweitenstärkung, auch dass wir in den Öffentlich-Rechtlichen das erste Mal ein Halbfinale und das Finale haben. Die bisherigen Quoten, was wir in dieser Saison an Spielen hatten, war ja die Partie Leipzig gegen Rhein-Neckar-Löwen und
ich sage mal, dann die etwas umstrittene Partie des THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo wir zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Zuschauer alleine in der ARD hatten. Wir hoffen uns natürlich noch ein bisschen darüber hinausgehende Reichweiten, aber auch was die Nachverwertung betrifft auf allen Kanälen, sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir hier gute, starke mediale Partner an unserer Seite haben und auch entsprechende Reichweiten erzielen können. Das ist nicht nur für die DKB-Handball-Bundesliga, für die Clubs, aber auch für Rewe, glaube ich, ein wichtiges Argument. Und wir sind da eigentlich sehr optimistisch und froh gestimmt. Eine weitere Neuerung ist der Videobeweis, der dieses Jahr zum ersten Mal eingesetzt wird. Hoffentlich nicht, aber wäre möglich. Was kommt da auf uns zu? Ja, das weiß ich noch nicht genau, aber wir führen ihn das erste Mal natürlich ein. Man kennt im Moment die teilweise etwas umstrittene Diskussion in der Fußball-Bundesliga und ich hoffe, das wird im Handball so nicht sein. Das ist das erste Mal, dass wir sie einführen. Erfahrungen gibt es auf diesem Gebiet noch nicht. Ich bin jetzt selbst mal ein bisschen gespannt, wie die Schiedsrichter und die Offiziellen damit umgehen werden. Aber wie gesagt, wir werden auch unsere Erfahrungen damit machen müssen und es kann sicherlich bei der einen oder anderen Entscheidung, ist der Ball hinter der Linie gewesen, welchen Spieler ist ja fehlbar gewesen, muss vielleicht mit einer Zeitstrafe respektive rot bestraft werden. Also es gibt so einige Entscheidungen auch, was die letzten 30 Sekunden betrifft. Da kann es hilfreich sein, aber wie gesagt, Erfahrungen müssen wir da erstmal abwarten. In diesem Jahr sind von alten Hasen bis zu Rookies ist alles dabei. Was erwartet uns denn aus Ihrer Sicht sportlich am Wochenende? Ja, wie immer ein spannendes Final Four. Also das ist, glaube ich, keine Frage. Wir haben bei unterschiedlichen Besetzungen in den letzten Jahren wirklich tolle Events, tolle Spiele gehabt und wir haben auch immer wieder einen etwas überraschenden Ausgang gehabt. Ich glaube, das ist das, was das Rewe Final Four in den letzten Jahren auszeichnet und Oliver Lücke hat es eben gesagt, wir haben in jedem Fall vier deutsche Mannschaften dabei. In der Champions League hat sich ja dieses Jahr keiner qualifiziert, für Köln leider nicht, auch wenn die Kieler gestern nochmal eine sehr respektable Leistung gebracht haben. Nein, also wir erwarten uns natürlich, wie gesagt, hochklassigen Handball. Das Event ist wie immer sehr gut besucht, seit vielen Jahren schon ausverkauft. Ich glaube, ein paar kleine Tickets gibt es noch, weil die zurückgekommen sind aus einzelnen Clubs. Aber wie gesagt, ich freue mich wie viele andere Handballfans natürlich auf dieses Rewe Final Four und bin optimistisch und wage eigentlich keinen Tipp. Ich hatte mich im letzten Jahr mal ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil ich mal den Rhein-Neckar-Löwen schon so ein bisschen bei aller Neutralität gegönnt habe. Diesmal halte ich mich dann ein bisschen zurück. Dann frage ich da nicht weiter nach. Dann möchte ich aber gerne die Akteure und Verantwortlichen zu Wort kommen lassen. Und dann starten wir mit dem ersten Halbfinale und mit dem SC Magdeburg. Das erste Halbfinale am Samstag, Anpfiff um 15.15 Uhr, SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Herr Wiegert, genau, einmal das Mikro. Der SC Magdeburg in der Liga seit November nicht mehr verloren, die letzten drei Spiele deutlich gewonnen. Und man hat ja auch immer noch sehr präsent den Pokalsieg von 2016. Mit wie viel Rückenwind geht Ihre Mannschaft ins Wochenende? Ja, ich hoffe mit sehr viel. Wir haben es geschafft, unsere Euphorie mit rüberzunehmen. Das war der Plan, die letzten Wochen und Monaten einfach ins Final Four zu retten. Das ist uns jetzt gelungen. Ich hoffe, dass man uns das Selbstbewusstsein, was wir uns erarbeitet haben, die letzten Wochen auch anmerken wird am Samstag im Halbfinale und wir halt einen gnadenlosen Kampf liefern werden. Herr Schmidt, die nächsten Wochen werden sehr, sehr aufregend für den SC Magdeburg. Es steht auch noch das EHF Cup Final Four im eigenen Hause vor der Tür. Wie wichtig ist für den Verein aber der Einzug in dieses Rewe Final Four? Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite. Ja, wer sich an das Jahr 2016 erinnert, weiß, was das für eine Bedeutung gehabt hat für den Verein, auch für die Fans, die wieder sehr zahlreich mitreisen werden. Und wir halten es eigentlich wie das ganze Jahr. Wir konzentrieren uns. Bis gestern war die Konzentration auf dem Bundesligaspiel gegen Hannover. Ab jetzt geht es ums Rewe-Final vor und alles, was dann kommt, ist dann Thema ab Montag übernächste Woche. Dann gehen wir doch gerne mal zum Gegner. Herr Rogisch, Sie haben es als Spieler erlebt, als Co-Trainer und auch schon als sportlicher Leiter das Rewe Final Four. Aus welcher Position hat es am meisten Spaß gemacht? Definitiv als Spieler. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Also die Jungs haben eine riesen Vorfreude. Man merkt es in jedem Training schon. Final Four ist ein Riesenthema. Wir waren ein paar Mal hier. Und ich glaube, wir haben jetzt lang genug trainiert dafür und wollen den Bock jetzt irgendwann mal umschmeißen. Aber Benno hat es vorhin gesagt, Magdeburg kommt mit einem riesen Rückenwind, eine richtig gute Mannschaft, die gut drauf ist. Und ich glaube, dass nicht die Mannschaft, die schön Handball spielt, an diesem Halbfinale gewinnen wird, sondern die Mannschaft, die am meisten kämpft. Und das müssen wir annehmen. Ich kenne die Magdeburger ganz gut, ich kenne die Fans, ich kenne unsere Fans. Das wird ein riesen Fight auch auf den Tribünen werden. Und ich glaube, da können sich alle drauf freuen. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr vielleicht mal das glückliche Ende für uns haben. Dann der Fight auf den Tribünen, da würde ich zu Herrn Guardiola übergehen. Sie kennen es schon aus eigener Erfahrung. Wie viel macht die Atmosphäre in der Halle am Wochenende aus?
Ja, jeden Jahr in Barclays Arena, die Atmosphäre ist unglaublich gut. Ich glaube, alle zusammen von jeder Mannschaft genießen diese große Party von der Handball. Und ja, ich hoffe, dieses Jahr auch alles genießen, diese Final Four. Vielen Dank. Dann kommen wir doch zum zweiten Halbfinale. Am Samstag um 18 Uhr die TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Herr Chaton, das erste Mal dabei beim REWE Final Four, ist das Fluch oder Segen? Naja, zum ersten Mal sind wir nicht dabei. Wir waren schon oft dabei, aber allerdings auf der Tribüne. Und deswegen freuen wir uns über diesen Perspektivwechsel natürlich sehr. Ich glaube, dass wir im Verlauf der Saison gezeigt haben, dass wir gute Leistungen bringen können. Wir wollen das natürlich auch am Wochenende zeigen. Auch wenn wir aus der Rookie-Stellung, wie ich gehört habe, starten werden, versuchen wir trotzdem, alles reinzuhauen, weil wir die beiden Vereine es vorher schon gesagt haben, das ist das oder eins der absoluten Highlights in einer Saison. Wenn man nicht international spielt, ist es, glaube ich, sogar das Highlight. Wir hatten seit vielen Jahren diesen Wunsch, einmal dabei zu sein. Der hat sich jetzt erfüllt. Und jetzt geht es darum, nicht zu träumen, sondern wach zu werden und nochmal 4 Tage Konzentration aufzubauen, um dann am Samstag im zweiten Spiel gegen die HSG Wetzlar aus meiner Sicht auch ein Duell absolut auf Augenhöhe, dann Gast zu geben und vielleicht sogar den großen Traum zu erfüllen, nicht nur dabei zu sein, sondern einen Schritt weiter zu gehen und dann im Finale zu spielen. Wir freuen uns drauf und sind froh, dass wir dabei sind. Sie haben jemanden in Ihren Reihen, der weiß schon, wie es ist, das REWE Final Four zu gewinnen, deswegen ist er auch hier. Herr Christoffersen, warum kann es mit der TSV Hannover-Burgdorf dieses Jahr auch klappen? Benni hat es angesprochen, wir haben es geschafft, in dieser Saison schon häufig genug gute Leistungen aufs Parkett zu bringen. Und den Bock wollen wir jetzt wieder umstoßen. Wir sind gerade in so einer Phase, wo wir alle nicht ganz so viel Spaß haben. Und wir haben festgestellt, das Gewinnen, und das wissen wir, glaube ich, alle, doch deutlich mehr Freude bereitet. Und wir sind letztes Jahr im Viertelfinale ganz knapp ausgeschieden in Leipzig, haben es dieses Jahr geschafft, uns fürs Final Four zu qualifizieren. Und sind jetzt über Wochen auf dieses Event angesprochen worden, haben das immer wieder weggeschoben. Jetzt können wir uns voll drauf einlassen, bereiten uns drauf vor und werden, glaube ich, so wie alle das angesprochen haben, alles in die Waagschale legen, um eventuell auch am Sonntag noch spielen zu können. Wo der TSV Hannover-Burgdorf die Rolle als Rookie zugewiesen wird, geht es vielleicht bei der HSG Wetzlar ein bisschen in die Underdog-Position. Herr Wandschneider, sehen Sie das auch so? Ja, klar, sieht man ja schon an der Tabellenkonstellation. Hannover ist Sechster, ja, war lange Zeit auch noch weiter vorne platziert. Aber ich denke, dass so eine Pokalstunde beim Final Four in Hamburg was ganz Besonderes ist. Wir haben uns eigentlich in den letzten Wochen nicht ablenken lassen, nachdem wir den Einzug durch den Sieg gegen Stuttgart geschafft haben, haben gut weitergespielt, auf einem hohen Niveau weitergespielt. Und ich sehe das auch so wie Benjamin, dass die beiden Ergebnisse in der Saison sehr knapp waren. In der ersten Saisonphase in Hannover haben wir knapp verloren. Genauso knapp konnten wir vor ein paar Wochen zu Hause gegen Hannover gewinnen. Sicherlich hat Hannover ein paar Spieler dabei, die so große Ereignisse, die beiden Olympiasieger zum Beispiel, die beiden Dänen, die das gewohnt sind, vielleicht gewohnter als der ein oder andere Spieler von unserer Mannschaft. Aber wir haben auch ein paar erfahrene Spieler dabei, die diese Atmosphäre kennen. Und wir gehen da ganz unbelastet rein in dieses Spiel. Wir freuen uns riesig. Das ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass Wetzlar wieder dabei sein darf. Erste Mal in dieser Halle, in der Barclaycard Arena. Ja, wir begreifen das als Herausforderung, werden uns diese Woche komplett darauf fokussieren und freuen uns sehr, dabei sein zu können. Herr Seib, die letzte Saison der HSG Wetzlar war eine Rekordsaison. In dieser Saison der Einzug ins REWE Final Four. Was bedeutet das für den Verein? Ja, erstmal schönen guten Morgen. Es bedeutet unheimlich viel für uns. Der Tabellenplatz 6 in der letzten Saison war einfach eine herausragende Teamleistung, wo wir sicherlich auch ein bisschen von der Schwäche anderer profitiert haben, aber die Chance muss man erstmal nutzen. Und es war für uns eigentlich immer auch ein Traum, natürlich für Verantwortliche, für die Spieler, aber natürlich auch für die Trainer, für die Fans, mal bei diesem Event dabei sein zu können in Hamburg. Es liegt schon einige Zeit zurück. Und dass wir das geschafft haben, ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Wir kommen aus einer Handballregion, wir merken, dass da Riesen-Euphorie herrscht, alle sich auf dieses Wochenende freuen. Und das ist für uns unheimlich wichtig, dass wir immer wieder solche tollen Reizpunkte setzen können. Deshalb freuen wir uns einfach drauf. Die Mannschaft ist heiß, das weiß ich, das merkt man. Natürlich ist auch bei uns Talk of the Town seit vielen, vielen Wochen dieses Turnier. Trotzdem haben es die Jungs toll geschafft, sich auf das Wesentliche, nämlich die Liga, zu konzentrieren.
Und jetzt fahren wir hin, sind unheimlich stolz, dabei sein zu dürfen, aber wollen auch nicht nur dabei sein. Also wir haben uns da schon auch natürlich was vorgenommen und dementsprechend, ja, volle Fokussierung und schön, dass es bald losgeht. Vielen Dank für diese erste Runde und jetzt freue ich mich über Fragen von Ihnen. Ja, ich oute mich erstmal als vielleicht nicht großer Handballexperte, aber Herr Rogisch, wie können Sie einem Ahnungslosen wie mir erklären, dass es mit dem Pokalsieg bei den Löwen noch nicht geklappt hat? Relativ einfach. Es stehen hier vier Mannschaften, die alle hervorragend Handball spielen können und die alle zu Recht beim Final Four sind. So ist es jedes Jahr gewesen. Wir haben die letzten drei Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt in der Liga, haben vielleicht uns dann zu sehr den Druck gemacht, im Pokal was Besonderes zu machen, dieses Jahr was zu ändern und vielleicht sich besser vorzubereiten und noch fokussierter zu sein. Und das ist oftmals nach hinten losgegangen. Oftmals waren die Mannschaften einfach besser. Und dann sind es auch Kleinigkeiten, wenn du eine Verlängerung mit einem Tor verlierst, dann hat das nichts mit Handballspielen zu tun, sondern es ist auch ein bisschen Glück dabei. Und das hatten wir vielleicht in manchen Phasen nicht. Dieses Jahr reisen wir einen Tag früher an, trainieren hier, haben ein bisschen was umgestellt, ein paar neue Dinge reingebracht. Auch nicht zu sehr und zu viel darüber gesprochen, sondern uns einfach auf die Liga konzentriert, in der wir wirklich einen guten Lauf haben und den Schwung wollen wir mitnehmen. Und wenn wir gegen Magdeburg mit einem Tor verlieren, weil Magdeburg in der letzten Sekunde oder wir an den Pfosten werfen oder Magdeburg einen Pfosten reinschießt, dann hat es, wie gesagt, nicht viel mit Handball zu tun. Aber wir müssen die Ausgangslage schaffen, lange dabei zu sein und im Endeffekt am Schluss das Quäntchen Glück zu haben, um dann ins Finale einzuziehen. Flensburg ist nicht dabei, das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Die letzten Jahre hat es ja immer an Flensburg gelegen. Dann hoffen wir mal, dass es dieses Jahr nicht Magdeburg wird, aber Magdeburg weiß, wie es geht. Das ist sicherlich ein Vorteil, das kennen wir aus der Liga. Deutsche Meisterschaft haben wir lange drum gekämpft, dann haben wir es geschafft, sind jetzt Deutscher Meister geworden, zwei hintereinander, haben wieder die Chance. Ich glaube, man muss den Bock einfach mal umschmeißen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es passiert, aber mit Magdeburg haben wir sicherlich ein Riesenbrett vor der Brust. Danke. Gleich noch eine Nachfrage. Ich oute mich als Handball-Experte. Ihr seid jetzt das 10. Mal dabei und wollt den 11. Entschuldigung, 11. Mal dabei, aber 10 Mal ist es schiefgegangen. Oh, na, das war ja genau, der Experte. Vielen Dank. 11 Mal dabei, 10 Mal ist es schiefgegangen. Olli, war dann diese schwarze Serie überhaupt ein Thema jetzt, in der Vorbereitung oder lasst ihr dieses Thema völlig links liegen? Ich habe der Mannschaft versprochen, dass ich nicht über die Vergangenheit spreche heute und das will ich jetzt auch nicht tun, weil man hat im Handball immer die Chance, was Neues zu machen, irgendwie ein verlorenes Spiel wieder gut zu machen. Wir spielen alle 3 Tage in der Champions League normalerweise. Jetzt haben wir eine kleine Pause gehabt, hatten uns wirklich, können uns gut vorbereiten auf dieses Final-Four-Wochenende. Und wie gesagt, über die Vergangenheit reden wir jetzt nicht und können uns dann am Montag gerne mal mit, würde ich mich mit dir als Handball-Experten gerne unterhalten, über hoffentlich ein Finale, das wir gespielt haben, dann auch positiv beendet haben. Aber das ist so ein weiter Weg, von daher, ja, jetzt ein bisschen früh. Frage von mir an Uwe Schwenker. Videobeweis war ja vorhin das Stichwort. Was ist da anders als beim Fußball? Wie ist das konkrete Prozedere? Das konkrete Prozedere ist, dass die Schiedsrichter natürlich darauf zurückgreifen können bei etwas unsicheren Situationen. Die Mannschaften selbst haben keine Einflussmöglichkeit und dann muss man wirklich mal gucken, wie das umgesetzt wird. Also es gibt vorstellbare Entscheidungen, ob der Ball hinter der Linie war, genau ja oder nein. Es sind meines Wissens 8 Kamerapositionen dabei, die für die Schiedsrichter zur Verfügung stehen, um wirklich bei strittigen Entscheidungen, bei denen es möglicherweise noch Bedarf gibt, das nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, diese auch in Anspruch zu nehmen. Oder insbesondere bei etwas unklaren Abwehrsituationen ist es denkbar, wo Spieler nicht klar sind, ist es eine 2-Minuten-Strafe, ist es vielleicht eine rote Karte, eine blaue Karte. In den letzten 30 Sekunden sind das Entscheidungen. Also wie gesagt, wir müssen genau mal gucken, was da auf uns zukommt. Mehr kann ich da im Moment auch noch nicht dazu sagen. Aber Olli hat schon das Mikro an die Hand genommen. Olli, vielleicht kannst du noch ein bisschen ergänzen. Uwe, so viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Wir haben 8 Signale und wir haben keinen in Köln sitzen, der dann bei den Fußballern beispielsweise über die Schultern schaut, sondern wir haben einen weiteren Platz eingerichtet am Zeitnehmertisch und es wird direkt also am Zeitnehmertisch in Kombination mit den Schiedsrichtern dann entschieden. Gleich nochmal zum Video. Ist es das gleiche System wie in Köln bei der Champions League? Es ist ein sehr ähnliches System und wahrscheinlich, es kann gut sein, dass es so das gleiche System ist, ja genau. Es gibt ja durchaus Ebenen, wo wir mit der EHF sehr gut zusammenarbeiten. Keine weiteren Fragen mehr aus der Runde.
Dann habe ich noch folgende Infos für Sie, noch einmal die Übertragungstermine. Am Samstag das erste Halbfinale ab 15.15 Uhr, Anpfiff, Übertragung ab 15 Uhr in der ARD, zeitgleich parallel auf Sky. Das zweite Halbfinale ab 18 Uhr auf Sky Sport News HD und am Sonntag das Finale wieder ab 15 Uhr im ersten und parallel auf Sky. Wir machen jetzt gleich noch einen Fototermin mit allen Beteiligten. Lässt mich das ganz kurz noch ergänzen. Ja. Wir haben noch eine Bitte an die Presse, die ja auch reichlich, und dafür sind wir sehr dankbar, vor Ort hier vertreten ist. Wir haben noch 200 Karten, etwas kurzfristig noch, die wir gerne noch verkaufen würden. Und wenn Sie berichten und die Möglichkeit haben, sind wir über einen Tickethinweis sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Genau, dann machen wir jetzt noch einen Fototermin und dann stehen Ihnen alle Beteiligten auch noch für Einzelgespräche zur Verfügung. Vielen Dank.